Hi Leute, weiter geht's mit Grim Fandango. Und wir haben immer noch ein paar Screens, die wir noch nicht ganz erforscht haben. Und da kommen wir halt jetzt auch irgendwie nicht weiter. Aber wir haben noch lange nicht alles hier. Und die sehen ja auch geil aus hier, die Figuren. Uns angeguckt. Hier ist das Luftschiff. Ah, der neue Zeppelin ist bereits im Einsatz. Hoffen wir, dass er diesmal mit etwas nicht Brennbarem gefüllt ist. Er fliegt nur ins Land der Lebenden und dort habe ich nichts verloren. Gibt's hier denn Cooles? Diese Statue hat irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun, aber ich weiß nicht so recht. Was für eine schreckliche Gefängniszelle. Andererseits dürfte Glottis diesmal seine Lektion gelernt haben. Wie Glottis ist da drin? Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Warum denn Glottis? Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Hector? Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht. Nur Polizeichef Bogen weiß, wie man da reinkommt. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Da will ich hin. Spätschicht im Leichenschauhaus. Was, Membrio? Du weißt doch, dass ich nicht schlafen kann, wenn Arbeit auf der Bahre liegt. Wenn ich die Rosenbeete da nicht identifiziere, kann ich die zwei, die morgen kommen, nicht bearbeiten. Und ehe ich mich versehe, stecke ich bis zum Hals in Azaleen. Die sind wohl ersprossen worden. Wie sagt man sowas denn richtig? Ist so ungewohnt. Irgendeine Spur? Ich weiß, dass ein guter Gerichtsmediziner nicht seiner Ausrüstung die Schuld geben sollte. Aber wie soll ich mit diesem Zeug auf einen grünen Zweig kommen? Hey, ich habe selber jahrelang für den Staat gearbeitet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. War ja klar. Lieblingswerkzeug. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Dass ich noch nie benutzen konnte. Machen jetzt mal was Ungewöhnliches. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für dich. Sag Ola, so bitte gib ihm etwas zu picken. Gib ihm etwas zu picken. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ach, ihm will er nichts geben. Traurige Geschichte.
Zwei Sprießer und keiner, der sie vermisst und identifizieren kommt. Der Tod ist Spezialist für traurige Geschichten. Was genau suchst du eigentlich? Ich suche nach einem Schatz, den ein Teil von mir gar nicht finden will. Denn wenn ich die unglückselige Golddublone finde, die mir sagt, wer diese arme Seele ist, dann liegt meine Belohnung nicht im Reichtum, sondern in der Gewissheit, jemandem mit nur einem einzigen Anruf das Herz zu brechen. Mit dieser Ausrüstung kann die Suche natürlich noch ein Weilchen dauern. Kann ich helfen? Sicher. Halt dieses Blatt da fest. Wie? Wo? Welches? Manny? Ich kann nicht. Ich weiß. Es war nur ein Test. Furchtbar. Blätter. Wie hältst du diese Arbeit nur aus? Ohne dabei abzustumpfen, meinst du? Mein Geheimnis ist, Manuel, dass ich das Herz eines Kindes habe. Ich bewahre es hier in einem Glas auf. Willst du es sehen? Nein. Oh Gott. Tut mir leid. Alter Medizinerscherz. Ja. Und ich lache natürlich wieder. Hast du keine Angst, dass dich diese Arbeit mal fertig macht, Membrio? Sicher. Forensische Botanik ist ein harter Job, Manny. Aber hast du dir mal die Floristen angesehen? Oh. Zu Lebzeiten waren sie Floristen, weil sie Blumen liebten. Aber hier ist die Blume ein Symbol des Schmerzes, des Todes der Toten. Ihr innerer Konflikt wird größer und größer, bis sie unter Umständen sogar durchdreht. Danke für den Tipp. Ich schätze, von jetzt an verschenke ich lieber Luftballonbouquets. Mhm. Membrio, warum bleibst du eigentlich in der Stadt? Wieso bist du nicht schon längst zur 9. Unterwelt unterwegs? Man kann viele Jahre nach etwas suchen, Manny. Doch irgendwann hört man auf, überhaupt daran zu glauben. Du glaubst nicht? Du glaubst nicht an die 9. Unterwelt? Was glaubst du, warum wir in Rubakawa sind? Die einen sitzen ihre Zeit ab, die anderen können sich das Schiff nicht leisten. Manny... Wir haben aufgegeben. Wir alle. Wenn du lang genug hier bist, dann wirst du das auch. Wie läuft das Geschäft? Es blüht auf, leider. Jeden Tag mehr Verbrechen. Jeden Tag mehr Sprießer wie diese. Ich glaube, in El Maro tut sich irgendetwas. Und das wirft seine dunklen Schatten langsam auch auf Rubakawa. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Kann man eine Blume mitnehmen? Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Kann man hier noch irgendwo anders hingehen? Da, da ist was offen. Da auch. Leer. Nur bis ich hier fertig bin. Nein. Da sagt wahrscheinlich das Gleiche. Das zeigt er gar nicht an. Okay. Weiter in den nächsten Screen. Okay, was ist das denn Cooles? Fisch. Ich habe immer noch nicht mein Täubchen gefunden. Mein Küken. Meinen Flugagenten. Blue Casket. Wenn das nicht geil ist. Blue Casket. Klingt einfach nicht so knackig wie Calavera-Kaffee, nicht wahr? Jo. Das klingt nicht so knackig. Das ist auch eine gute Musik. Ein übler Schuppen hier. Sieh sich eine die an. Die sehen aus, als wären sie vor Langeweile gestorben.
Künstler. Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Irre! Aber verstehst du denn nicht? Mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt. Ach, Quatsch. Wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen, die ein Aufleben des Kapitalismus verhindern. Diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse. Wenn alle Waffen verschwunden sind, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu kontrollieren. Dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab, Verbrechen zu begehen. Hola, ihr Wohlstandskinder. Hey, schau an, wer sich da blicken lässt. Es ist Manny Calavera, die linke und rechte Hand, sowie der Arsch der Nouveau-Rich. Verschwinde, du Lackaffe. Wir reden über Dinge, die du nicht verstehst. Wie Wahrheit und Schönheit. Oh, du bist ja eingebildet. Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Hey, kann ich mir das Buch mal ausleihen? Wozu? Damit du unsere Revolutionspläne ausspionieren kannst und uns danach an deinen Freund Bogen verteilst. Hey, ich wollte nur etwas haben, das ich auf dem Pott lesen kann, okay? Vergiss es, Kummerbund. Ey, komm, Alter. Sei nicht so spießig. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Naja, vielleicht ein Nein, Schlückchen. Nein, doch nicht selber trinken. Den Typen sollst du das geben. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich werde diese Goldmine für mich behalten. Nix mit Tauschen und so. Ich muss anders Lola, kommen. Was machst du denn hier? Die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig. Es sei denn, sie sind von Lenin. Ich liege auf der Lauer, Manny. Ich werde Maximino ein für alle Mal beweisen, dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt. Du hängst immer noch an Max, was? Hör auf meinen Rat, Engelchen. Vergiss ihn. Er ist ein Gangster und Spieler. So wie du? Oh, das tut weh, Baby. Da kommen sie. Komm, Süße. Ein Küsschen zum Abschied. Oh, shit. Enttäusch mich nicht, Nick. Du bist Anwalt. Du solltest keine Gefühle haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Gespür für gute Fälle. Warum habe ich in diesem Spiel einen Cursor? Hey, wenn Maximino das sieht, landen wir beide in Terrakotta-Übertöpfen. Sei nicht albern. Er würde mir nichts tun. Er liebt mich. Manny, endlich sind wir allein. Und? Wie geht's der Bourgeoisie? Prima. Wie geht's Max? Oh, fang bloß nicht damit an. Der Talentabend scheint ein voller Erfolg zu sein. Diese schüchternen Seelen brauchen immer eine Weile, bis sie den nötigen Mut finden. Ja, ja. Vielleicht würde es helfen, wenn du nach vorne gehst und die Sache in Schwung bringst. Oh man. Das würde ich gerne Soll sehen. Ich in meinem eigenen Club Gedichte lesen? Dann würde es ja so aussehen, als hätte ich den Laden nur als Tempel zu meinen eigenen Ehren aufgezogen. Ja. Ach komm. Okay. Am Leben. Wir schliefen. Das im Warmen. Weichen. Bäh. Begraben. Wir erwachen. Der Traum von nun, da wir alle tot und trocken. Ich kann nichts machen. Ich will was machen. Großartig! Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Hey, wie wär's mit noch einem? Nein, ich will okay. noch eine Zugabe. Asche zu Asche. Zu Asche, zu Asche. Zu Asche, zu Asche. Zu Asche, zu Asche. Und ich. Zu Asche, zu Asche. Zu Asche, zu Asche. Oh, Baby, du bist gut. Donnerwetter. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Ich nannte meine Katze Knochen, bis sie mir sagte, tu das nicht. Ich war verwirrt. Sie sagte, Schwester, das ist das bessere Wort für dich.
Ja, super. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Das war das Allerletzte. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Lola. Sie rennt in ihr Verderben, Manny. Sie hat sich in Maximino verliebt. Das ist der einzige Fehler, den ich nie begangen habe. Glaubst du, dass Nick ihr etwas antun würde? Nur, wenn er sie findet. Und eins kannst du mir glauben. Etwas wiederzufinden war noch nie seine Stärke. Warum gibst du dich eigentlich mit so einer Schlange wie Nick ab? Ich würd's dir ja erklären, Manny, aber das würdest du nicht verstehen. Mit dem Rechtsanwalt seines Freundes zu turteln, kann gefährlich werden. Oh, vielleicht habe ich mich geirrt. Du verstehst es ja doch. Bisschen dunkel hier, findest du nicht? Dunkel und kalt, wie die Herzen der Männer. Ach so, ist ein reiner Männerspruch. Weißt du, ich überlege, ob ich den Laden hier kaufen soll. Wirklich? Ich habe eine Weile überlegt, deinen zu kaufen. Aber dann habe ich mich entschlossen, ihn von meinem Freund Max kaufen zu lassen. Du kannst ihn haben. Ich verlasse die Stadt. Manny, du sagst plötzlich so aufregende Sachen. Warum willst du die Stadt verlassen? Die Hüter des Gesetzes, Baby. Weißt du, ich werde gesucht. Ach. Wirklich? Du jagst diesem Phantom-Weib hinterher, von dem alle sagen, dass du vollkommen besessen von ihr bist. Tja, ich habe ein Gedicht für dich geschrieben. Oh ja. Hör genau zu, denn es ist ziemlich kurz. Also, Idiot. Hey, wie wär's mit noch einem? Okay. Den Partner umschlungen mit knöchrigen Händen, so tanzen wir seelenlos quer durch den Saal. Die Musik verstummt und verklingt an den Wänden, als ein eisiges Klopfen ertönt am Portal. Seine Haut schien mir so süß wie die Mango, als einst er lag an meiner Brust. Jetzt bleibt uns nur noch der Fandango, als Zeichen vergangener Lebenslust. Großartig! Diesmal wirklich. Mir fällt keins mehr ein. Ja, Gott sei Dank. Hey, wie wär's mit noch einem? Mir fällt nichts mehr ein. Mein Kopf ist ganz leer. Ja, fang einfach endlich wieder von vorne an. Sie werden jedes Mal besser. Nein. Wirklich? Okay. Am Leben. Wir schliefen. Oh. Das Leben ist nur ein endloser Traum. Die fängt echt von Traum. Vorne an. Im Warmen. Weichen. Begraben. Wir erwachen. Der Traum von Fleisch und Blut ist vorüber. Nun, da wir alle tot und trocken. Ja, yeah, Baby. Großartig. Ja, aber das war jetzt wirklich das Letzte. Ja, finde ich auch. Okay, wir sehen uns, du coole Braut. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Warum? Ich will doch kein Poser sein. Das ist Olivia Ofrenda. Okay, jetzt weiß ich auch ihren vollen Namen. Die säuft doch bestimmt was mit mir. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Die steht ja nur so im Türrahmen. Man kann da auch nicht lang gehen. Okay. Man kann doch da lang gehen. Okay, mein neuer Job. Genial. Ich glaube, ich mache hier einen Cut. Ich habe wieder eine Lebensperspektive. Ja. Nur ein Tropfen reicht. Ja, und in Villa. Hey Mann, du hast doch nicht etwa gesehen, wie ich die geheime Zutat in die Zombies getan habe. Entspann dich. Olivia hat das Rezept ohnehin von mir geklaut. Ja, sie nimmt es den Reichen und ich darf den Armen davon nachschenken. Ah. Gute Idee. Bis gleich. Tschüss.